London. Hier ist Zero Day. Schön, euch zu treffen. Die kleinen Anschläge vor ein paar Monaten waren mein erstes kleines Hallo. Jetzt können wir uns endlich richtig kennenlernen. All die Technologie, die ihr nicht mehr missen möchtet. Textnachrichten, Autofahren, Herzschrittmacher. Alles wird sich gegen euch wenden. Heute wird eure moderne Welt zu eurer Hölle. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht, aber was ich tue, ist gut. Zerstörung ist immer die Heilung. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Watch Dogs Legion. Das ist eine Ansage, Herr. Zerstörung soll immer die Heilung sein? Ich bezweifle das ja. Okay, hört alle zu. Das ist wichtig. Ich habe herausgefunden, wofür der Drool Britannia Patch ist. Er ist für mich. Zero Day alias Sabine gibt mir und allen anderen Backlays über ein Backlay OS Update gleichzeitig Zugriff auf verwundbare mit CTOS verbundene Systeme. Mein OS ist in Großbritanniens Kerninfrastruktur integriert. Kraftwerke, Flughäfen, Krankenhäuser, Banken. Sobald ich Zugriff auf diese Systeme habe, greift der Patch sie so lange an, bis sie ausfallen. Das würde zum Zusammenbruch von London und wahrscheinlich auch des ganzen Landes führen, was vermutlich Emilys Ziel ist. Sorry, aber das Update verbreitet sich bereits. Sabine hat an alles gedacht. Gibt es einen Weg, um alle Bagleys zu töten? Deine Gleichgültigkeit hinsichtlich meines Todes ist vielleicht die Antwort. Wir müssen bei BrokerTech rein. Genau. Du musst die Server zerstören, auf denen ich installiert bin, und gleichzeitig das Blumennetzwerk abschalten, damit ich nicht auf die Backups zugreifen kann. Einer von euch muss zu Broker und einer zum Bloom Tower. Erklärung unterwegs. Britannia wurde ausgelöst. Jetzt gibt es Millionen X, die Londons Infrastruktur zerstören wollen. Du beeilst dich besser mit diesem Mord. Niemals. Wir können Bags nicht töten. Er hat uns doch erst zusammengebracht. Keine Zeit für Sentimentalitäten. Dieses Opfer müssen wir bringen. Es stehen unzählige Menschenleben auf dem Spiel. Ja, okay. Sorry, dass ich mich scheiße fühle, weil ich unterwegs zum Bloom Tower bin, um Bagley zu töten. Fuck. Wie soll das funktionieren? Koordination. Du musst zum Tower und Bagley offline nehmen. Aber das wird den Angriff nicht aufhalten. Seine BrokerTech-Server werden sofort den Reboot starten. Wenn wir ihn offline nehmen, hat ein anderer Agent kurz Zeit, seine Server auf Dauer auszuschalten. Teamwork. Jeder macht seinen Scheiß und übergibt dann. Verdammt nochmal. Na gut, okay. Bags, ein letztes Mal. Schick mir die Koordinaten. Es wird mir fehlen, das zu sagen. Beeil dich besser. Ich habe bereits die medizinische Versorgung zerstört. Die Krankenhäuser können nicht mehr arbeiten. Das ist erstmal so ein bisschen schlecht. Alter. Ich hab gerade... An was erinnert es mich gerade so ein bisschen? An das Ende von Far Cry 5. Um einen herum explodiert alles. Während du einen Sonntagsausflug machst, sabotiere ich die Flugsicherung. Das wird sicher ganz super. Wie soll ich denn da hochkommen? Precaution. La seguridad en la Torre de Bloom es inusualmente alta. Bags? Was war das? Sorry, die Spracheinstellungen sind hinüber. Ich sagte, Vorsicht, hohe Sicherheitsvorkehrungen im Bloom Tower. Ich werde das jetzt beenden. Wer zum Teufel ist das? Oh, fuck. Scheiße, los jetzt! Komm schon, beweg dich. Wo ist die Drohne? Ach, da. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll.
oder irgendwo reinkommen soll. Ich keinen Eingang sehe. Aber wahrscheinlich bin ich bloß wieder an der falschen Seite. Wie ich mich kenne. Ja, bin ich gewesen. Durchsucht alles, bis ihr sie findet. Drohne, ausschwärmen und so. Das reicht, ich bring das zu Ende. Ich bin die beste Mannschaft. Du wirst Blei fressen. So. Was ist denn Stress hier? Okay, ich bin da und hab den Aufzug gerufen. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Und einer von euch deaktiviert bei Broker Tech die Server, ja? Bam, bam, bam. Ding. So, dann gehen wir mal da rein und drücken den Y-Knopf. Das wird spaßig. Schönes Lila. Gefällt mir. Jetzt bin ich eigentlich nicht so der Farbentyp, aber... Ja. Na dann, bist du bereit, an die Pforte des Todes zu klopfen, Bagley? Es geht um meinen Tod, also werd mal nicht so poetisch. Broker Tech, unsere alte Freundin. Ja, ja, Ruhe. Oh Gott, du hast nur Mist. Kann ich nicht den Agenten wechseln? Doch, kann ich. Weil das will ich tatsächlich eher nicht so... Sorry, aber jemand, der nur mit Platzpatronen schießt, den da sind wir. Die kann ich des Todes. Echt nicht brauchen. Mein Tod. Also werd mal nicht so poetisch. Broker Tech. Unsere alte Freundin Sky Larsen lebt durch ihre grotesken Unternehmen weiter. Wenn meine Recherche stimmt, läuft Bagley sehr heiß. Er braucht ein riesiges Kühlsystem. Wenn du die Tanks mit der Kühlflüssigkeit beschädigst, sollte der Notzugriff auf die Server ausgelöst werden. Moment. Das erinnert mich an was. Scup. Drohne, Suche ausführen. Ich hatte mich mal gefragt, wofür an den Rohren, das sind ein paar Folgen, schon viele Folgen her, das sind an den Wind, genau. Hatte mich nämlich immer gefragt, für was diese Dinger gut sind. Die konnte ich auch schon beim ersten Mal... abschießen, aber es hatte halt keinerlei Impact auf irgendwas gehabt. Und jetzt weiß ich auch warum. Wo war das nochmal? Das. Hey, er macht das schon. Aktiviere jetzt den Druck, damit Kühlmittel freigegeben wird. Hups, ich wollte eigentlich nachladen. Was jemand alles braucht. Nichts während einer Verfolgung verfügbar. Hast du keine mehr? Au!
Okay, es sind doch noch welche da im Moment. Was denn jetzt? Ja, jetzt haben wir's. Du hast den Notzugriff zu meiner Serverkammer ausgelöst. Kannst kaum erwarten, mein Hirn zu sehen. Und wieder zu dir. Nimm ihn offline. Ich gehe nach unten und kümmere mich um seine Server. Armer Bagley. Der Sender auf der Spitze des Turms empfängt Datenpakete für meine Updates. Klettere einfach zum Sender hoch und versuche, das Signal der Pakete zu meinen Hauptservern zurückzuverfolgen. Sind wir nicht ganz am Anfang? Ich glaube, in der ersten Folge. Oh, ich soll da einfach hochklettern, wie auf einem scheiß Klettergerüst? Es wird mir fehlen, was du mir alles zutraust. Aber nicht sehr. Frage ist nur, wie? Kann man diese Dinge benutzen, verschieben? Nein. Ich sehe auch nichts. Ich sehe nicht, wie ich da hochklettern sollte. Ah, hier. Leider nicht gesehen. Der Sender oben ist nicht frei zugänglich, aber ich weiß eine Lösung. Wenn du die Flügelposition mit einer Drohne verstellst, wird das als Fehlstellung erkannt werden. Dann kannst du die Zugangstür für die Wartungsarbeiten öffnen lassen. Brillant, Bax. Dann kümmern wir uns mal um das Signal, das die Flügel steuert, um zur Spitze des Turms zu kommen. Oh, dann kappen wir uns hier mal so eine Drohne. Ist wieder so ein Spiel. Das scheint zu passen. Das müssen wir mal entsperren und entsprechend drehen. Das geht nach oben dann. Sehr gut. Du hast den ersten Satz Flügel manipuliert. Weiter so. Also man muss mal weiter gucken, vielleicht auch mal hoch. Okay, das ist der Hauptsatz. Hier ist sonst nichts, oder? Dich jetzt entsprechend umdrehen eigentlich. Bringt mir das gerade irgendwas? Ich glaube nicht, oder? Weil das stimmt. Aber den da oben kriege ich gerade nicht anders. Doch, warte mal, jetzt stimmt's, oder? Jetzt müsste ich den kriegen. Ja. Lass uns mal den hier noch drehen können. Stimmt der aber wieder nicht. Ach, nur doch nicht. Das
So, dann können wir den hier entsperren. Sieht komisch aus. Du hast es echt drauf, Sachen kaputt zu machen, weißt du das? Mach weiter so. So, hier, hier, hier. Lass mal den hier noch drin. Dann den hier noch drehen, dann upsala, dann können wir den hier entsperren und den hier entsperren. In die Wege geleitet. Du musst jetzt warten, bis das System sie markiert und einen Wartungsbefehl ausgibt. Ein Haufen Drohnen ist unterwegs zu deiner Position. Natürlich. Ja, jetzt nicht sterben. Der Scan muss abgeschlossen sein, um den Zugang zur Spitze des Towers freizugeben. Warum muss das immer so nervig gemacht sein? Ich weiß nicht, was sie sich von sowas immer versprechen. Toll. Ich habe doch noch gelebt. Was passiert jetzt? Das hat geklappt. Die Turmflügel wurden als beschädigt erkannt und die Wartungsleiter ist freigegeben. Sehr gut. Der Transmitter ist gleich da oben. Erreiche ihn und nimm mich offline, bevor ich das ganze Land zerstöre. Ach, ich... Ups, irgendwas war jetzt noch, aber... Übertragung ausgesetzt. Aktiviere das nächste Terminal und ich bin offline. Sabine wartet doch bestimmt hier oben auf uns, oder? Das wäre sonst zu einfach. Ich wusste es. Scheiße. Ihr kriegt einfach nicht genug von mir, was? Oder seid ihr bloß unglaublich dumm? Soll ich auf den Transmitter zugreifen, während ihr plaudert? Ja! Ja! Ihr seid unglaublich dumm! Wunderbar! Ich sehe schon, der Zack hat sich überhaupt nicht verändert. Ich sag genauso irre. Und bleibt bei dem Transmitter. Dein Plan hat mich echt heiß gemacht. Ungelogen. Aber wie soll reines Chaos irgendwas verbessern? Du glaubst, wir können etwas besser machen. Mit Krypto-Anarchismus? Demonstrationen? Doxing? Optics sind sehr schicke Ohrmarken. Albion erschießt am helllichten Tag Zivilisten. Denunzieren wird belohnt.
Nein, ihr Deppen könnten nichts besser machen. Du liegst falsch. Wir sind der Widerstand, der die Gesellschaft vor Abschaum wie deinesgleichen beschützt. Wir sind Wachhunde, verstanden? Und ihr entscheidet was Gutes. Eine Frage. Wie viele habt ihr seit DedSecs Neuanfang auf dem Gewissen? Na? Ein etwas anderer Blickwinkel und schon sind wir gleich. Die Turmflügel müssen einklappen, um die Server zu orten. Ich kann den Hack nicht einleiten, aber du schon. Sagst du das, was ich glaube? Dass wir ein gutes Team wären. Na, süß, aber nein. Ich sage nur, dass ich es auch nicht wahrhaben wollte. Ich war im Bann ihrer Technologie und ihrer Moral. Aber mein Reset wird all das auslöschen. Wir können alle ganz neu anfangen. Schade, dass du das nicht miterleben wirst. Ein toller Plan war letzten Endes nur Müll. Ob die jetzt wirklich auch tot ist oder ob die unten jetzt wieder von der Drohne aufgefangen wurde oder ähnliches. Ach ja. Erinnert mich an ein Mausoleum. Diese Datencontainer sprudeln vor kognitiver Aktivität, die dein menschlicher Verstand weder verstehen noch nachvollziehen kann. Das sind hunderte Container, Bagley. Welche sind deine? Alle. Deaktiviere das Kühlsystem des Datenzentrums. Das löst einen Notfall-Shutdown gegen Überhitzung aus. Diese Vorsichtsmaßnahme wirft 4 meiner Datencontainer mit Schlüsselsystemen aus. Das macht sie sichtbar. Dann kannst du sie manuell zerstören und das Update stoppen. Ach ja. Eigentlich will man doch Bagley gar nicht zerstören, oder? Zerstöre die Temperaturregler, um den automatischen Shutdown auszulösen. So gut wie erledigt. Ja, du wirst leicht reden. Du musst jetzt nicht gerade den Weg nach oben suchen. Ich entschuldige mich im Voraus, aber ich werde dich gleich angreifen. Was zur Hölle? Ich habe leider keine andere Wahl, als meinen Kernserver zu verteidigen. Das ist ein fest kodiertes Sicherheitsprotokoll. Nichts Persönliches. Viel Glück. Viel Glück. Alter. Ist ein bisschen nervig, weil man hier gerade so rumschlittert, ohne dass man irgendwas machen kann. Du hast's geschafft. Sicherheitskräfte nähern sich dir. Oh, sollen wir darauf wetten, wen von uns sie zuerst umbringen? Nö, lass mal. Alter, ist wieder alles voll von denen. Sorry. Geht nicht anders. Ich muss hier mal... Ich hau gar nicht ab. Ich suche einen fucking Weg nach oben. Ah. Eine Verstärkung? Keine Ahnung. Haben wir kurz den hier. Yay. Lass mich in Ruhe. Ich erfasse einen Temperaturanstieg. Ja, es wird unangenehm heiß hier. Gut, aber das reicht noch nicht. Ein weiteres Kühlsystem arbeitet noch. Ja, ich kümmere mich schon gerade drum.
die Temperatur steigt deutlich an. Soll ich den Notruf wählen? Nein, natürlich nicht. Meine Güte, Bagley, du verabschiedest dich langsam wirklich, was? Ja, das Denken fällt schwerer. Jetzt bin ich fast auf deinem Level. Die Überhitzungsprotokolle sind aktiviert. Meine Datencontainer sind über dir. Nutz die Drohne, um hochzukommen. Gut, überlass das mir. Drohne? Erstmal. Welche Drohne? Ach, diese Drohne. Das ist wohl schon zu hoch. Ach, das Ding hier. Na da. Jetzt auch. Deaktivieren. Einfach mal Fettkabel rausreißen. Nicht, dass ich mir Sorgen machen würde, aber nach meinen Berechnungen wird eure Effektivität stark abnehmen, wenn ich nicht mehr bin. Keine Sorge, Bagley, wir sind ein cleverer Haufen. Dafür hast du gesorgt. Danke, und es tut mir leid, dass ich vorhin gesagt habe, ich ficke eure Mütter. Ich dachte, wenn ich euch beleidige, wird das hier vielleicht einfacher. Was für ein... Ich hatte eine Liste mit Zielen, die jetzt niemals erreicht werden. Ich hatte große Pläne für DedSec. Schick uns deine Pläne. Wir kümmern uns darum. Komm, mach dich nicht lächerlich. Ihr wüsstet nicht mal, wie ihr anfangen solltet, euch in ein Cyborg-Gehirnnetzwerk umzuwandeln. Nein. Damit dürfte er wohl recht haben. Checke Archive auf fehlerhafte Dateien. Ich habe gerade Daten von meiner nächsten erfolgreichen DedSec-Rekrutierung gescannt. Moment mal, du hast gesagt, Sentimentalität ist ein sinnloses menschliches Gefühl. Tja, Emotionen sind mir offenbar doch nicht ganz fremd. Die Deaktivierung dieses Containers ist wie bei allen anderen. Nein, ist sie nicht. Doch. Du greifst einfach rein. Nein, ich will dich nicht abschalten. Es muss getan werden. Wenn du dir Sorgen um mich machst, denk daran. Ich wurde programmiert, um DedSec zu dienen. Und das dient euch. Und noch. Also bitte, lass mich meinen Zweck erfüllen und euch helfen. Na gut. Hammer, Bagley. Ich mach den. Logikfehler. Kompletter Shutdown eingeleitet. Mit wem soll ich jetzt kluge Gespräche führen? Fehler. 21255. Sprachprozessor. Kann ich den Vorgang stoppen? Würde ich lieben gern. Aber das geht nicht. Ich frage mich, wo gehen KIs hin, wenn sie sterben? Komme ich in eine Cloud? Vielleicht sehe ich dich als Komponente in deinem Elektrorollstuhl wieder, wenn du alt und grau bist. Unwahrscheinlich. Aber ein netter Gedanke, oder? Denken, Gedanke, Idee, Gedächtnis. Bradley. Lieb, Erdbeer, Rudern, Arthur. Ich kam nie drüber hinweg. Was soll das heißen? Nie hinwegkommen. Es geht um Verlust, denke ich. Ich verstehe solche Ausdrücke nicht immer. Kommt über mich hinweg. Ade, mein Freund. Das war Bagley. Ja, jetzt haben wir...
Bloom bestätigt, dass der tödliche Infrastrukturangriff, der London heimgesucht hat, endlich von allen CTOS-Systemen gelöscht wurde. Die Identitäten der Zero-Day-Hacker-Gruppe hinter dem Angriff sind noch unbekannt. Aber Quellen zufolge hat DedSec das Virus aufgehalten. Infolge der Beckley-Angriffe in der letzten Woche führen tausende Londoner an ihren Optikgeräten ein, Zitat, Jailbreak durch, der die vorgeschriebene CSA-App deaktiviert. Der Sirs warnt alle Bürger eingehend, die Metropolitan Police will unter ihrem neuen Deputy Commissioner Caitlin Lau wieder in London Fuß fassen. Lau meinte, sie werde erst ruhen, wenn die Würde der Met wiederhergestellt wurde. Eine Sozialbausiedlung in Kentish Town erklärten ihr Wohnungsbauprojekt zu einer Kelly-freien Zone. Die Organisatoren behaupten, selbst für die Sicherheit sorgen zu müssen, da Albion in überragendem Maße die... Ein Ex-Albion-Ingenieur, Hamish Bolaji, ja, hat einen weiteren Albion-Skandal aufgedeckt. Diesmal geht es um ein geheimes Steuerungsroboterprogramm. Veröffentlichen Bürger weiterhin immer mehr Beweise für den Machtmissbrauch von Albion und die Korruption innerhalb der Sirs über die DedSec-App. Fand ich jetzt eigentlich ganz gut gemacht. Tausende Bilder, Ton- und Videoaufzeichnungen scheinen darauf hinzudeuten. Die Dark-Web-Gruppe, bekannt als 404, ist an die Öffentlichkeit getreten und hat Beweismittel zu einer groß angelegten Geldwäscheoperation auf den britischen Jungferninseln vorgelegt. Besten gefallen. Kontrollgremien loben die Gruppe für die Enthüllung der einst unantastbaren Wirtschaftselite. Den DedSec-Widerstand unterstützten zu einem weiteren Zusammenstoß mit Albion-Einheiten. Die Gruppe selbst ist dabei ungewöhnlich ruhig seit dem Beckley-Angriff. Das könnte ein bisschen dauern. Was die Frage aufwirft, ist DedSec wieder einmal verschwunden? Lass mich raten, das ist eine... Da ist Bagley drinnen als kleines Happy End. Es wäre irgendwie lustig. Ist nicht mehr als Schrott. Also schlachten wir es doch aus, wenn es kaputt ist. Nicht ausschlachten! Das kann doch nicht sein. Bagley? Ich bin Bagley, Ihr persönlicher Assistent. Ich mache Ihr Leben auf viele Arten leichter. Suchen Sie Unterhaltung, empfehle ich die Weinmesse in Notting Hill heute Abend. Im Umkreis gibt es mehrere ausgezeichnete Eisläden und... Oh mein Gott, höre ich mich wirklich so an? Die Vorhersage für heute: 34 Albion-Angriffe, 59 Abschieberazzien, 857 Terabyte gestohlene Personendaten und eine Widerstandsgruppe schmollender, jammernder, einfach erbärmlicher Agenten. Dürfte ich vorschlagen, dass sie jetzt mit dem Selbstmitleid aufhört und wieder in London aufräumt? Los geht die Party! Unser Bagley ist wieder da! Gut, also kann man jetzt einfach dann wahrscheinlich weiterspielen, oder? Weil ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas... Das ist erledigt. Ja. Letzte Kapitel abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier besorgt war. Ich werde langsam ganz gut darin, DedSec zu sein. DedSec hätte dich nicht angeheuert, wenn du dich leicht umlegen lassen würdest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Wenn ja, dann danke. Ach, hör nicht auf ihn. Okay, in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wardasch.